Bei Bestandsänderungen braucht man im Wesentlichen immer eine einzige Idee. Und zwar diejenige, wenn ich den Bestand ableite, erhalte ich die Änderung. Das ist wichtig und das merken Sie sich bitte. Also, die Änderung von jedem Bestand ist die Ableitung vom Bestand, also Bestand Strich. Beispielsweise, Sie züchten Kaninchen und Sie haben eine bestimmte Menge an Kaninchen. Die Änderung, also die Zunahme, das, um was sich die Kaninchen vermehren, ist immer die Ableitung von der Bestandsfunktion. Ihre Aufgabe ist also immer, sich zu überlegen, von dem, was mir jetzt gegeben ist, ist es jetzt ein Bestand oder ist es eine Änderung? Das überlegen Sie sich und damit wissen Sie, muss ich die Funktion ableiten, um die Änderung zu erhalten, falls ich einen Bestand gegeben habe. Oder habe ich eine Änderung gegeben und muss also praktisch die Stammfunktion suchen, um den Bestand zu haben. Wir machen ein, zwei Aufgaben und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie irgendwann mal in der Lage sind, das zu erkennen.